Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde des Kreises deutschsprachiger Führungskräfte, ich darf Sie namentlich vorstellen, ganz herzlich willkommen heißen zu unserer ersten Veranstaltung des Jahres 2012. Und mir schrieb vor kurzem ein befreundetes Mitglied unseres Kreises, er fängt mit einem Kracher an. Ich darf also ganz herzlich begrüßen, nachdem der Frau Christine Gläser, unsere Generalkonsulin, als Freundin unseres Kreises begrüßen dürfen. Liebe Christine, alles Gute zum neuen Jahr, vor allem Gesundheit. Aber ein besseres Jahr. Darf ich natürlich ganz herzlich unseren heutigen Ehrengast, Herrn Sebastian Nerz, begrüßen. Lieber Herr Nerz, herzlich willkommen bei uns in Barcelona. Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Es ist ja Neuland für alle. Ist für Ihre Partei Neuland, ist auch für uns Neuland. Und ich erinnere, meine Damen und Herren, als wir vor knapp 2 Jahren Herrn Gerhard Baum hier hatten, stellte Daniel Lühling damals die Frage, wie er denn die Situation der Piratenpartei sehen würde. Und ich bin sicher, dass es 90% von Ihnen damals so gegangen ist wie mir. Man konnte eigentlich die Sache nicht so richtig zuordnen. Aber Herr Baum war top informiert und hat gesagt, also das wäre eine Bewegung, der man Achtung und Beachtung schenken müsste. Er hat die beiden Begriffe, glaube ich, genannt. Und Daniel Lühling hat sie auch bei sich im Konsensornetz eingestellt, diesen Kommentar von Herrn Baum. Ja, und plötzlich gibt es ein Jahr später, gibt es eine Wahl in Berlin. Und was passiert? In Berlin bekommt Ihre Partei, Herr Nerz, 8,6%. Und da haben wir natürlich gesagt, wenn der Herr Lühling uns anbietet, den Kontakt zu Ihnen herzustellen, das nehmen wir gerne an. Und heute sind Sie hier und nochmals herzlich willkommen. Heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, 6.50 Uhr den Flieger bekommen, 8.25 Uhr hier ausgestiegen. Das ist schon wirklich, man merkt, dass Sie ein politisches Leben kommen natürlich auch nicht umhin, sofort die Visitenkarte von Herrn Nerz hochzuhalten, denn den meisten ist vielleicht nicht geläufig, dass wir eine weitere Farbe im Parteienspektrum haben. Es gibt die Schwarzen, es gibt die Roten, es gibt die Grünen, es gibt die Gelben, es gibt dann auch die Violetten und jetzt gibt es neuerdings auch die Orangen. Und wer sich gewundert hat, warum im Berliner Abgeordnetenhaus Leute also mit dem Feuerwehrschutzanzug, der orange ist, rumlaufen, dann hängt das nicht mit einer Protestbewegung zusammen, sondern auch mit der Symbolisierung einer Farbe mit einer Bewegung. Und ich hoffe, dass Ihnen die Farbe Glück bringt. Sie wissen, Spanien ist ein Orangenland. Sie sind also wieder herzlich willkommen. Herr Nerz, als Diego Gysi vor nicht der Romanzeichen saß, dachte ich zu ihm, alle wollen Sie sehen, aber wahrscheinlich hat Sie keiner gewählt. Und da sagt er, wie ich dachte, ich wäre zu Gast bei einer linken Basisgruppe. Sie waren vor kurzem noch in der CDU. Das ist richtig, ja. Und jetzt dieser Schlenker. Was hat Sie privat dazu bewogen, diesen Schritt zu machen, aus diesem alten Parteiengefüge raus in diese Bewegung der privaten Partei? Da muss ich vielleicht erläutern, warum ich überhaupt in die CDU eingestiegen bin. Ich war 18, ich wollte mich kommunalpolitisch engagieren. Weil Kommunalpolitik ist immer sehr nahe am Menschen. Das sind Dinge, wo man tatsächlich etwas direkt bewegen kann, etwas verändern kann. Und die CDU war für mich damals eine Fraktion, die sich abseits von Ideologien bewegt hat, die versucht hat, sachorientierte Politik zu machen. Das hat mir gefallen, das habt ihr angesprochen. Deshalb bin ich in die CDU eingetreten und habe dann da auch auf Orts- und Kreisebene mitgearbeitet. Wo war denn das? In Tübingen. Dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass diese Ideologiefreiheit, dass die schönen Worte, die es zu Bürgerrechten, zur Freiheit in der CDU da waren, doch nur Lippenbekenntnisse waren, dass also da auch sehr verstockt auf Parteigrenzen geachtet wurde, also ein Vorschlag aus der SPD-Fraktion, der eben abgelehnt wurde, war von der SPD kam, obwohl man inhaltlich eigentlich hätte zustimmen können. Und deshalb bin ich dann 2004 aus der CDU wieder ausgetreten. Einfach weil das Verständnis von Bürgerrechten, von Politik, aber auch von innerparteilicher Demokratie nicht das war, was ich eigentlich wollte. Die CDU hat ja immer sehr enge Führungsgremien, also einen Vorstand, einen Geschäftsführer, einen Vorstand, der Geschäftsführer, der Vorstand trifft die Entscheidungen, der Vorstand segnet sie ab und der Parteitag bestätigt dann den Vorstand in seinen Entscheidungen. Das war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Danach war ich politisch eigentlich relativ ruhig, bis es 2009
das Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland diskutiert wurde. Und das war ein Tropfen, der für mich das Fass zum Überlaufen brachte. Da war der Moment, wo eine Regierung gezeigt hat, sie stellt Symbolpolitik, sie stellt Symbolismus über tatsächliche Rechte. Sie schafft ein Instrument, das sehr gefährlich ist, das missbraucht werden kann, wie wir zum Beispiel in Australien gesehen haben, ohne irgendeinen konkreten Nutzen dafür zu haben. Und sie erkennen an, dass es keinen Nutzen hat, aber sie bewerten trotzdem diesen Symbolismus höher als die Rechte, die sie zerstören. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir müssen einfach irgendetwas tun. Und die einzige Partei, die sich dagegen gewandt hat, war die Piratenpartei. Die haben dann auch in ihren anderen politischen Vorstellungen mehr Demokratie, Basisdemokratie, Transparenz bringen in die Politik zu meinem Profil gepasst. Und dann bin ich in die Piratenpartei gekommen. Platzek, der Ministerpräsident von Brandenburg, der hat mal gesagt, sein Vater hätte ihm gesagt, Junge, wenn du schon in eine Partei gehst, dann musst du auch dessen Vorsitzender werden. Sie haben sich den gleichen Leitsatz auf die Fahne geschrieben. Ja. Sie wollten das. Nein. Als ich in die Piratenpartei eingetreten bin, habe ich zwar sehr schnell für Amter kandidiert, aber nicht, weil ich ein Amt wollte, sondern weil ich gesehen habe, da waren einfach Punkte, wo ich der Ansicht war, ich kann ja das besser organisieren. Aber ich sehe Probleme, ich möchte diese Probleme lösen. Also dann nimmt man halt das Amt und beginnt da zu arbeiten. Das Erste, was ich in der Piratenpartei gemacht habe, war, einen lokalen Stammtisch zu organisieren. Ganz ohne jedes Amt, sondern einfach, weil ich gesehen habe, da ist eine Lücke, da muss man das machen. Und so ging das halt weiter und jetzt ist es Bundesvorsitzender. Wir haben eben über die Farben der Parteien gesprochen. Wenn man den Lebenslauf von Sebastian Nachts liest, der hat eine sehr seriöse Fassung, finden Sie im Internet. Es gibt doch eine von ihm herausgegebene, relativ humoristische Fassung. Ich greife mal auf die humoristische Fassung zurück. Geboren, sagt er, vermutlich in 83, also da würde ich vielleicht an Ihrer Stelle ein bisschen präziser werden. Und dann hat er Bioinformatik angefangen zu studieren, Diplomarbeit ist jetzt veröffentlicht und er engagiert sich in der Piratenpartei, hat aber dann zwei, drei Sachen gemacht, wo ich sage, meine Güte, der ist ja schon etwas Besonderes. Er ist geprüfter Großfeuerwerker. Da ist natürlich meine sofort eine erste Frage. Werden die Piraten ein Feuerwerk in der Politik entzünden? Ein politisches Feuerwerk, das haben wir auch schon 2009 getan. Da kam dann plötzlich, also die CSU hat jetzt einen netzpolitischen Kongress, die CSU, weil sie gesehen haben, dass da eine Bewegung entstand und die da irgendwie gegenhalten mussten. Also dieses Feuerwerk entsteht durchaus. Aber ich bringe keinen Sprengstoff mehr. Kein Spannung. Dann haben Sie auch etwas sehr Lobenswertes mitgebracht. Großfeuerwerk ist ja auch interessant, ich liebe Feuerwerk. Sie haben eine Pyrenäen-Schäferhündin. Das ist richtig. Also Sie sind doch tierlieb. Ist Tierliebe Voraussetzung für einen guten Politiker? Muss man mit so vielen Schafen umgehen können? Mit Schafen umgehen nicht unbedingt, aber ich glaube, man sollte Achtung vor dem Leben haben insgesamt. Wenn man das nicht hat, wenn Leben einem egal ist, dann kann man keine Politik machen, die tatsächlich den Menschen dient. Und ich glaube, wenn man Leben achtet, dann muss man irgendwo auch Tiere achten. Das kann man sich fragen, wo man halt die Grenzen zieht, bis wohin das gehen muss. Das ist auch ein Abwägungsprozess. Aber zumindest die Tendenz dazu muss da sein. Berlin 8,9. Wie haben Sie reagiert an dem Abend? Ich habe gejubelt. Wir haben damit gerechnet, dass wir ins Abgeordnetenhaus einziehen. Das war ja auch in den Wochen im Vorfeld durch die Umfragen dann eigentlich relativ klar. Aber dass es wirklich so viel wurde, daran hat keiner geglaubt. 15 Leute auf der Liste, 15 reingeworfen. Daran sieht man, dass wir nicht dran gedacht haben, dass es noch kommt. Hoffentlich fällt Ihnen keine Ausnahme, keine Nachrückkommen-Liste. Na gut, das ist eine Politik, damit muss man leben, dass man einen Fehler gemacht hat und dann schauen, dass man diesen Fehler möglichst nicht noch weiter treibt. Darf eben keine Ausnahme. Wenn ich jetzt sage, eine andere liberale Partei, verstehen Sie das sicherlich nicht falsch, hat in dieser Wahl nur 1,8% bekommen. Wie haben Sie darauf reagiert, die FDP? Ich freue mich nicht über den Misserfolg eines Gegners. Ich finde es gut, dass wir gute Ergebnisse erzielen und damit geht notwendigerweise nachher, dass andere schlechtere Ergebnisse haben. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn die FDP weiter im Abgeordnetenhaus sitzt oder weiter im Bundestag sitzt. Solange sie nicht mit einer Regierung sind und sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um sich wieder auf ihre Wurzeln zu besinnen, also weg von dem Liberalismus, den sie gerade vertreten, hin zu einer etwas bürgerrechtsfreundlicheren Politik, kann ich auch damit leben, wenn sie 2013 wiedergewählt werden. Wahrscheinlich ist es nicht. Schleswig-Holstein wird Ihnen für Mai vorausgesagt zwischen 5-7%. Ja. Damit wären Sie happy. Weniger als in Berlin, Struktur in Schleswig-Holstein ist eine andere, aber damit könnten Sie leben, ja? Nein, nicht nur die Struktur ist eine andere, auch die Situation ist eine völlig andere. In Berlin hat sich der Wahlkampf ganz extrem auf zwei Personen zugespitzt, auf Renate Künast, auf Wofereit und diese Zuspitzung auf Personen,
weiteres, das wir in der Piratenpartei überhaupt nicht betrieben haben. Und das ist auch etwas, das die Menschen in Deutschland meinem Empfinden nach mittlerweile stört. Man möchte wieder mehr Inhalte und nicht nur grinsende Politiker auf den Tag. Das ist natürlich ein Fehler, der jetzt in Schleswig-Holstein nicht wiederholt wird. Diese Zuspitzung ist nicht so extrem. Wir haben keine Debatte um ein Berliner Wasserkraftwerk in Schleswig-Holstein. Also unsere Inhalte sind da auch nicht der Kernpunkt des Wahlkampfs. Von daher wird es da ganz unabhängig von der Struktur ein bisschen schwieriger für uns. Auf Inhalte würde ich gleich nochmal eingehen. Dritte Zahl. Bundestagswahl, Prognose nach der letzten Sonntagsfrage zwischen 4% und 7%, FDP nach der letzten Sonntagsfrage zwischen 3% und 4%. Sie werden also Bundestagsabgeordneter werden, wenn alles klappt? Das wird sich zeigen. Dass ich Bundesvorsitzender bin, heißt nicht, dass ich einen Listenplatz für die Bundestagswahl kriege. Das ist bei uns eine separate Wahl, die auch tatsächlich ehrlich abgestimmt wird. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, ob ich tatsächlich kandidieren werde. So wie es derzeit aussieht, möchte ich es aber. Das sind Entscheidungen, die das Berufsleben doch sehr stark beeinträchtigen. Und von daher nehmen wir uns da einfach die Zeit, die wir brauchen. Sie sagen, Berufsleben beeinträchtigen. Der Politiker sollte eigentlich ein Beruf sein und nicht etwas, was er nebenher macht. Der Bürger hat doch das Recht darauf, dass die Leute 100% einsetzen würden. Da würde ich unterscheiden zwischen einem Berufspolitiker und einem Politiker, der das ehrenamtlich macht. Wenn jemand tatsächlich ein Mandat in einem Landtag, in einem Bundestag hat, dann glaube ich, dass er sich auf dieses Mandat konzentrieren sollte und das auch mit ganzer Kraft ausfüllen sollte. Mhm. Wenn man dann nebenher noch die Zeit hat, weil man besonders gerne arbeitet, weil man keine Freizeit mag, um was anderes zu machen, ist das in Ordnung, aber das Mandat sollte man mit ganzer Kraft ausfüllen. Anders sehe ich das bei Politikern, die davon nicht leben könnten. Weil zum einen sehe ich das deshalb anders, weil ich selbst nicht davon leben könnte. Ich kriege kein Gehalt, ich kriege auch keine Aufwandsentschädigungen. Das ist ein reines Hobby, was ich betreibe. Aber wir sehen das auch in Kommunalparlamenten, dass zum Beispiel Kommunalpolitiker, die ja eine maximale Aufwandsentschädigung kriegen, die zum großen Teil nicht mal die Kosten abdeckt, die sie haben. In Tübingen muss jetzt der Gemeinderat seinen eigenen Stuhl finanzieren, weil die Stadt kein Geld mehr hat. Da glaube ich, wäre es falsch, diesen Politikern das Recht abzusprechen, nebenher einen Beruf auszuüben. Was ist Ihre eigene Vision von der Partei? Ich glaube, wir haben als Partei die Pflicht, neue Wege in der Demokratie auszuprobieren, neue Wege der Politik auszuprobieren. Einerseits transparenter, offener zu arbeiten, mit den Menschen zu arbeiten, nicht nur über sie hinweg zu regieren. Auf der anderen Seite aber auch wirklich neue Demokratieformen auszuprobieren. Wir haben innerparteilich Liquid Feedback, also eine Umsetzung, in der man Teilbereiche selbst abstimmen kann, Teilbereiche delegieren kann, in der tatsächlich die Basisentscheidungen treffen kann, in der Vorstand. Und ich würde mich freuen, wenn man ähnliche Konzepte auch in die Partei externe Politik tragen könnte. Und das können wir ausprobieren und vormachen. Sie haben eben einige Grundwerte angesprochen, die, wenn man sie als einzelne Worte hört, sehr beeindruckend sind und eigentlich jeder von uns verinnerlicht. Man kommt natürlich nicht umhin, wenn man jemanden hat, der jetzt in der Politik gerade so in jungen Jahren aktiv wird, auf 3, 4 aktuelle Punkte einzugehen. Wir haben besprochen, dass wir da auch darauf eingehen können. Ich würde gerne das Stichwort Christian Wulff, ein Parteigründer, mal entgegenhalten. Sie haben ja öffentlich dazu Stellung genommen. Sie sagen also ganz klar, er muss zurücktreten. Die Frage der juristischen Verantwortung ist eine Seite, die Frage ist der moralischen und der Schutz fürs Amt, so haben Sie es deklariert. Wie sehen Sie denn die Rolle der Angela Merkel? Ich wehre mich etwas dagegen, wenn man sagt, sie hat auch oft auf diesen Stuhl gesetzt. Immerhin haben wir in der Bundesversammlung dann doch fast mehrere hundert Leute ihn gewählt und nicht nur Angela Merkel allein. Insofern musste sich ja jeder diesen Schuh anziehen. Aber wann wird der Zeitpunkt kommen, wo Sie glauben, dass in dieser Republik er entweder die Entscheidung trifft oder die Entscheidung über ihn getroffen wird? Kann die Entscheidung über einen Bundespräsidenten überhaupt extern getroffen werden? Das ist eine Frage. Juristisch so gut wie nicht. Ja, also ist hier ja auch nicht zu erwarten, dass tatsächlich Präsidentenklagen und so weiter das nicht geht. Das ist eine Frage, wie stressresistent der Bundespräsident ist, beziehungsweise wie sehr er bereit ist, Fehler einzusehen, die ihm vorgehalten werden. Also selbst wenn jetzt Angela Merkel sagen würde, Wulff ist der falsche Präsident, selbst wenn die CDU umfahren würde, die FDP sagen würde, sie möchten ihn nicht mehr als Bundespräsident, könnte er dieses Amt weiter bekleiden, wenn er selbst der Überzeugung ist, dass er der richtige Bundespräsident ist. Da könnte ihn auch niemand dazu zwingen. Also hängt ganz, ganz viel an der Person des Bundespräsidenten. Aber andererseits, es ist schwierig, sich gegen so viel Widerstand zu behaupten, es ist schwierig, dann auch persönlich, nicht zu verzweifeln.
Und ich glaube auch, dass selbst jemand wie Christian Wulff, der sich nicht unbedingt durch Selbstreflexion ausgezeichnet hat in den letzten Wochen, dann irgendwann doch mal drüber nachdenkt, ob er dieses Amt sinnvoll begleiten kann, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung ihm die Unterstützung entziehen würde. Lassen Sie mich eine Parallele ziehen. Ich würde gerne neben Christian Wulff den Namen Guido Westerwelle stellen. War nicht Guido Westerwelle im ersten Jahr der Amtsführung mit all den Problemen, die mit seiner Person verbunden waren in der FDP, nicht in der gleichen Situation, dass man gesagt hat, der hat eigentlich alles falsch gemacht und dann bist du heute den Tag nicht zurückgetreten? Als Außenminister oder als Parteivorsitzender? Beides. Als Parteivorsitzender hat er eine gänzlich andere Aufgabe. Er repräsentiert nicht den Staat, er repräsentiert die Partei. Und solange die Partei der Ansicht ist, dass sie gut repräsentiert ist, ist er auch als Vorsitzender durchaus tragbar. Das mag er von außen sehen, wie man möchte, solange die Partei mit seinen Leistungen zufrieden ist, ist es als Vorsitzender in Ordnung. Als Außenminister, die Frage ist aber wirklich, erstens, ob er wirklich alles falsch gemacht hat, was er falsch machen kann. Er ist in ein paar Fettnäpfchen reingetreten und er hatte sehr, oder nach außen hin, erkennbare Startschwierigkeiten in das Amt. Aber es gab keine Affäre, die man ihm vorgeworfen hat, in der er zum Beispiel die Pressefreiheit bedroht hätte, in der er tatsächlich fundamentale Werte der Bundesrepublik angegriffen hätte oder jetzt einen Krieg vom Zaun gebrochen hätte oder ähnliches. Also ich würde sagen, er hat keine Fehler gemacht, die in ihrer, oder keine Fehler, die bekannt geworden sind, die in ihrer Schwere so hoch wiegen wie das Amt des Bundespräsidenten. Zudem hat der Außenminister ein Amt, in dem er faktisch arbeiten kann. Also selbst wenn er moralisch beschädigt ist, keine moralische Wirkung mehr auf die Bevölkerung ausüben kann, kann er immer noch einen Teil seines Amtes wahrnehmen. Der Bundespräsident ist eine Figur, die ausschließlich moralisch argumentiert. Also nur aus dieser Deutungshoheit, ich bin der Präsident, ich stehe über der Politik und was ich sage, wird irgendwo gehört, kann der Bundespräsident agieren, er hat keine faktische Macht. Und wenn diese moralische Hoheit dem Bundespräsidenten verloren geht, kann er sein Amt überhaupt nicht mehr ausüben. Sie haben das Amt des Bundespräsidenten, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es in einem Blog gelesen, mal so mit dem Amt eines Königs verglichen. Ja. Also ist Christian Wulff im Moment der König von Deutschland? Ich habe gesagt, dass es in dieser Tradition entstanden ist. Also wenn man sich anschaut in der Weimarer Republik, der Reichspräsident, der Präsident der Weimarer Republik ist ja als Nachfolger des Kaisers entstanden und wurde auch so in dieser Tradition verstanden. Und der Bundespräsident ist in seiner Repräsentativfunktion auch wiederum Nachfolger des Präsidenten der Weimarer Republik, wobei man seine faktische Macht beschnitten hat, nur eben die Repräsentation, die eine Monarchie hat, die eben einen Staatsoberhaupt hat, nicht aufgeben wollte. Und das ist auch ein bisschen das Bild, das Christian Wulff am Anfang vermittelt hat. Wenn ich mir die Home-Stories ansehe, die Bild gebracht hat, das neue Traumpaar in Bellevue, das hat mich doch sehr stark an die Berichterstattung erinnert, die wir im Vereinigten Königreich dann bei der Vermählung von Prinz William und ich weiß nicht, wie seine Frau heißt. Kate Middleton. Das Prinzessin von. Meine Damen und Herren, das war eine sehr lange Einleitung zu einer Gesprächsrunde, die wir gerne mit Christian Nerz führen möchten zum Thema innere Sicherheit. Jetzt sagen Sie natürlich, was hat das alles mit innerer Sicherheit zu tun? Weil ich glaube, wir können die privaten Parteien und ihren Vorsitzenden nicht auf ein Thema reduzieren, sondern ich denke, die Partei ist Teil in einem demokratischen Geflecht. Ganz wichtig. So muss sie sich auch darstellen, weil letztendlich, wenn sie Partei sind, werden sie zu allen Themen Stellung nehmen müssen und nicht nur zu einem. Aber das Thema innere Sicherheit ist natürlich ein Thema, wo ich ganz provokant frage, und da komme ich wieder zu Christian Wulff, kann ein Land sich mit innerer Sicherheit befassen, wenn wir selbst in diesen Bereichen im Moment keine Ruhe haben? Denn die Presse gibt ja im Moment, die Presse ist ja nun nicht nur, dass die Pressefreiheit wichtig ist, ich denke, Demokratie ist wichtiger als Pressefreiheit. Aber die Presse gibt im Moment eine Dominanz vor zu den Themen. Im Moment gibt es zwei Themen. Schiffsunglück ist natürlich ein Glücksfall für Christian Wulff, damit ist er von der ersten Seite verschwunden. Ja. Aber die Frage ist, solange in einem Land dieses Thema so dominiert, können wir dann wieder zur Sachpolitik zurückkommen? Die Politik muss in der Sachpolitik bleiben. Das ist ein Fehler, den, denke ich, die Politik lange gemacht hat, dass sie sich zu sehr darauf konzentriert, was in den Medien steht. Weil es sich so, dass die Politik eigentlich weiterläuft. Wir müssen Bildungspolitik machen, wir müssen Reformen voranbringen, wir müssen Gesundheitspolitik machen. Da gibt es ja in allen Bereichen eigentlich Themen, die jetzt gerade brandaktuell wären,
die jetzt nur nicht beachtet werden, von der Politik teilweise bearbeitet werden und nicht beachtet werden, weil andere Themen wichtiger geworden sind. Und innere Sicherheit ist dann natürlich auch ein Thema, das fortwährend wichtig ist. Das ist auch in den letzten 6 Monaten mit der NSU, also der nationalsozialistischen Untergrund, ja auch in Deutschland sehr intensiv in der Diskussion war. Das Thema, was wir besprochen haben, war innere Sicherheit, Spannungsverhältnis zwischen Freiheit, Bürgerrechten und Sicherheit. Ich denke, Ihre Partei geht ja noch viel weiter. Sie beschränkt sich nicht auf dieses Thema, wie ich auch gerade gesagt habe. Wenn wir über Bürgerrechte sprechen, gibt es auch Bürgerpflichten. Das ist richtig, ja. Und der Staat ist ja jemand, der an Bürgerpflichten appelliert. Und ich würde gerne mal auf diese Situation zurückkommen, die ja vor einigen Monaten durch die Presse ging, und ist ja auch nicht bestritten worden, dass tatsächlich in staatliche Computerprogramme ein Trojaner eingeschleust war. Trojaner heißt also im Prinzip ein Spionagewerkzeug, das in der Lage war, den Personal Computer oder ihr Laptop von Privatpersonen, darf ich sagen, auszuspionieren, ist das richtig? Ja. Ist die Frage, ich vertrete die Meinung, dass das, was da gemacht worden ist, überhaupt nicht von der Gesetzesseite gedeckt war. Wie wollen Sie als Partei vermeiden, dass das wieder passiert, wenn Sie Gesetze haben, die sind perfekt, aber wenn die Leute sich nicht dran halten? Was brauchen wir dann? Dann brauchen wir eine andere Kontrolle über... Sie haben geschrieben Gesetzes-TÜV. Ja, auch den habe ich geschrieben. Im Wahlprogramm Ihrer Partei ist erwähnt, es sollte einen Gesetzes-TÜV geben. Aber der Gesetzes-TÜV alleine kann nicht reichen. Der Gesetzes-TÜV sagt ja nur, wie ein Auto hergestellt werden muss. Was wir brauchen, ist so ein TÜV, den wir tatsächlich haben, der guckt nach 2 Jahren, ob Ihr Auto noch verkehrssicher fährt. Ja, aber der Gesetzes-TÜV könnte anpassen, dass es so viele Gesetze gibt, die vom Verfassungsgericht gekippt werden oder beinahe gekippt werden. Das ist ja mittlerweile eine schöne Regelmäßigkeit, so dass alle Gesetze, die innere Sicherheit betreffen, die Wahlrechte betreffen, die also kritische Themen in der Politik betreffen, danach vor Karlsruhe diskutiert werden und dann gekippt werden. Dann gibt es hier ein neues Gesetz, das wird gekippt und das geht dann eine ganze Weile weiter. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Wahlrecht, das fast sicher auch wieder in Karlsruhe gekippt werden wird, sodass die nächste Bundestagswahl dann vermutlich mit einem Wahlrecht durchgeführt wird, das vom Verfassungsgericht verordnet wird, nicht mit einem, das der Gesetzgeber beschlossen hat. Und das ist ein Problem, das wir politisch vermeiden sollten. Das kann man vermeiden, indem man Gesetze prüft, bevor sie vom Verfassungsgericht landen. Wobei, muss ich Ihnen einmal einen kleinen Widerspruch entgegenhalten, die Richter des Bundesverfassungsgerichtes von der gleichen Institution gewählt werden, die auch die Gesetze verabschieden. Ja, aber zum Glück haben sie sich bislang als relativ unabhängig gezeigt. Also sie haben ein Selbstverständnis entwickelt, das ich sehr gut finde, dass sie gesagt haben, okay, wir werden gewählt, wir werden eingesetzt, aber wir sind danach unabhängig vom Bundestag und pflegen eben die Verfassung. Die aktuellen Dinge, die in den letzten, Sie haben jetzt 6 Monate angesprochen, wir sprechen über die rechtsextremistische Bewegung, die wir feststellen mussten in Deutschland, wo alle Gesetze, die wir gehabt haben, nicht vermeiden konnten, dass wir eine kleine Gruppe haben. Wir sprechen ja über wir bewegen uns nicht im Mini-Bereich, wir bewegen uns ja von der Anzahl der Leute, über die wir sprechen, in Mikrobereichen. Die aber so viel Unruhe in unseren Staat bringen, dass die Frage, muss es mich stören als Bürger, wenn ein Gesetz gemacht wird, das letztendlich mich zwar belastet, indem ich kontrolliert werde, mir aber Sicherheit bringt? Die Frage, die sich stellt, ist, erstens bringt es mir tatsächliche Sicherheit. Und zweitens, in der Abwägung Sicherheit gegen Freiheit ist der Verlust an Freiheiten, den ich habe, weniger wichtig als der Gewinn an Sicherheit, den ich habe. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit, das ist ja ein Satz, den die Herren Gauder und Zielredner bringen, und dem ich auch zustimmen würde. Die Frage ist nur, wie viel Sicherheit brauchen wir, um diese Freiheit zu garantieren. Und eine Organisation wie die NSU, eine kleine Terrorgruppe, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit verhindern. Das ist völlig unmöglich, genauso wenig wie man einen Amoklauf wirklich verhindern kann. Man kann versuchen, es schwieriger zu machen, man kann versuchen, aufzuklären. Und bei der NSU haben wir ja gesehen, dass es kein Versagen der Gesetze war, kein Versagen der Kontrollmöglichkeiten, die staatlich gesetzt vorlagen, sondern ein Versagen der Behörden war. Es gab 1998, also vor dem ersten Mord, bereits die ersten Nennungen einer rechtsterroristischen Organisation in einer Landesverfassungsschutzbehörde. Diese Meldungen wurden dann nur ignoriert. Von daher sind auch zum Beispiel die Argumente, dass die Speicherfristen zu kurz gewesen seien für Daten und dass deshalb keine Aufklärung hätte geben können, hinfällig. Hätte man den Vorwurf Rechtsterrorismus angenommen
wäre die Speicherfrist 10 Jahre gewesen, nicht 5 Jahre. Von daher brauchen wir auch da keine Verschärfungen, sondern die Gesetze müssen nur angewendet werden. Wir brauchen also eine bessere Kontrolle der Behörden. Wir brauchen eine Aufarbeitung der behördlichen Fehler. Und wir müssen danach darüber diskutieren, brauchen wir vielleicht neue Gesetze. Aber zuerst müssen wir schauen, was wurde falsch gemacht. Das ist das, was Sie also im Prinzip sagen, dass man eine Revision dessen machen sollte, was passiert ist, dann neue Gesetze machen, die die Rechnung tragen und die Ausführung dieser Gesetze entsprechend kontrollieren. Genau, das muss man tun und das ist ein Bereich, der derzeit nicht funktioniert. Das Innenministerium ist zum Beispiel zu groß geworden. Der Innenminister hat zu viel zu tun, kann sich daher also auch nicht ausreichend um die Polizei kümmern. Die Geheimdienste sind so gut wie gar nicht kontrolliert. Es gibt das parlamentarische Kontrollgremium, das ist richtig. Aber da ist es so, dass leider relativ viele Mitglieder dieses Kontrollgremiums noch in anderen Ausschüssen sitzen, ihre Arbeit im PKG vernachlässigen. Dass die Berichte, die von den Geheimdiensten geliefert werden, relativ unreflektiert übernommen werden. Das Einzige, wo es dann eigene Ermittlungen des Bundestages gäbe, also eine tatsächliche Kontrolle der Behörden gäbe, wäre in dem Fall, in dem man einen Untersuchungsausschuss einsetzt. Und das ist, lässt hier in einer Hand abzählen, wie oft das vorgekommen ist. Und das ist immer auch eine Maßnahme, die die Regierung zustimmen muss. Also von daher. Ihr Wahlprogramm von 2009 ist dankenswerterweise nur 19 Seiten stark. Ich habe mir das von der SPD angeguckt, das ist 154 Seiten stark, von der CDU habe ich gar nicht gefunden. Das gibt es gar nicht. Das ist schon ziemlich ernst zu nehmen, weil ich mich habe beeindruckt, wie wirklich konzentriert die Piratenpartei bestimmte Dinge manifestiert hat, wo die großen, Anführungszeichen, etablierten Parteien doch große Schwierigkeiten haben. Ich zitiere mal ganz kurz, die grundlegenden Rechte jedes einzelnen Menschen sind das höchste Gut und Ausdruck unserer Menschlichkeit. Jetzt komme ich zurück auf ein Thema, das hier keinen interessiert, aber ich spreche das mal an. Es gibt ja Steuerhinterzieher. Und der deutsche Staat hat etwas gemacht, was mit meinem Rechtsstaatsverständnis überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist. Er hat von jemandem, der Daten gestohlen hat im Ausland, diese Daten gekauft und nutzt die zum wirtschaftlichen Vorteil des Staates aus. So, wie würden Sie sich in so einem Verfahren positionieren? Das ist ein Punkt, in der ich leider mit der Mehrheitsmeinung meiner Partei nicht übereinstimme. Ich war gegen den Kauf dieser CD, weil der Staat damit ein Fass aufmacht. Es war lange Tradition in unserem Rechtsstaat, dass keine illegalen Mittel eingesetzt werden dürfen zur Erfassung, dass es keine Bezahlung gibt für Beweismittel. Das ist ja auch eine Debatte, die es bei der Aufschreiben von Klitzern an Autobahnen gibt, die ja teilweise privatwirtschaftlich betrieben wurden und das wurde vom Verfassungsgericht gekippt. Bei Kfz-Sendern, wo es um 25 Euro geht, sagt das Verfassungsgericht nein. Bei tatsächlichen Straftaten wird es dann wieder gemacht. Da ist irgendwo, glaube ich nicht, dass die Innenminister uns einen Gefallen getan haben, weil das die Büchse der Pandora ist, die sich nur weiterentwickeln kann. Das andere Problem, was wir haben, ist aber, dass die Steuerprüfungen in Deutschland zurückgefahren werden, dass die auch von Seiten der Regierung zurückgepfiffen wurden. Da gab es ja durch Roland Koch zum Beispiel einige Steuerprüfer, die psychisch krank geschrieben wurden. Das waren gerade die am erfolgreichsten gegen große Banken ermittelt haben und bei denen später unabhängige Psychologen festgestellt haben, also von einer Erkrankung ist nichts festzustellen. Steuerprüfer sind immer so. Und ich glaube, dass das Problem ist, was wir eigentlich haben. Wir müssen daran arbeiten, wie die Steuerprüfung gemacht wird, dass die Steuerprüfung gerecht gemacht wird, dass die irgendwo im Verhältnis steht in der Zeit, die man hat, um ein kleines Unternehmen zu prüfen, ein großes Unternehmen zu prüfen. Da mache ich mir hier vielleicht nicht mehr Freude. Aber da hat sich ein Ungleichgewicht eingebürgert und das muss beglichen werden und nicht CDs aufbekommen. Müssen Steuerverschwender nicht mit den gleichen Mitteln bestraft werden wie Steuersünder? Das ist eine sehr interessante Frage. Da beginnt die Abwägung, was ist Steuerverschwendung? Also wann ist es eine politische Entscheidung, die man vielleicht nicht mitträgt und wann ist es tatsächlich Verschwendung? Ich glaube, in der Ukraine gab es ja auch eine Gesetzgebung, die jetzt umstritten war mit der Verhaftung von Timoschenko, aber bei der es tatsächlich die Möglichkeit gab, Politiker anzuzeigen wegen Steuerverschwendung. Ich fände es schön, wenn man da tatsächlich harte Kriterien dafür finden könnte, aber ich stelle es mir schwer vor, da zwischen politischer Abwägung und Verschwendung zu unterscheiden. Bringe ein Beispiel aus Spanien in der letzten Woche, weil hier die zentrale spanische Regierung möchte in die neue spanische Gesetzgebung eine Bestrafungsmöglichkeit
vorsehen für politische Gremien, die Haushaltsdefizite nicht einhalten. Gut. Würden Sie begrüßen in Deutschland? Na gut, wir haben in Deutschland Schuldenbremse im Gesetz, im Grundgesetz, die so ein relativ stumpfes Schwert ist, was ja nicht durchgesetzt oder kaum durchgesetzt werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Haushalt tatsächlich vom Verfassungsgericht gekippt wird. Vor allem, weil sich ja dann der Finanzminister wieder über Notstand rausreden könnte. Aber ich fände es schön, wenn es solche Gesetze gibt, die dann auch durchsetzbar wären. Stichwort Datenschutz. Nehmen wir den Datenschutz nochmal mit, auf jeden Fall im Bereich der inneren Sicherheit. Auch dazu eine Frage. Ich nehme für mich natürlich 100% den Datenschutz in Anspruch. Muss ich haben. Ich will, dass meine Daten sicher sind. Ich möchte aber natürlich auch durchaus so konziliant sein, dass ich sage, die Daten von anderen Institutionen müssen sicher sein. Und just diese Nacht, wir haben eben darüber gesprochen, gab es ja eine Attacke der großen Hacker-Assoziation Anonymous, die die FBI-Seite in Amerika lahmgelegt haben. Würden Sie als Piratenpartei sagen, das ist Selbstschutz, wenn man sowas macht? Ich komme dann nach dem Stuttgart 21 bereit, und ich habe schon ein bisschen mal vor. Das hängt davon ab, was genau es geht. Also wenn es um eine DDoS-Attacke auf eine Webseite geht, dann finde ich persönlich das vergleichbar mit einer Sitzblockade vor einer Tür. Die ist für das betreffende Unternehmen, für die Polizeidienststelle auch sehr unangenehm. Aber das ist in Karlsruhe richterlich festgestellt, ein Mittel des zivilen Ungehorsams, das in einer Demokratie dann eben akzeptiert werden muss. Auf der anderen Seite muss der Sitzblockierer dann akzeptieren, dass er 45 Euro dafür zahlt, dass er weggetragen wird. Und das entsprechende gilt dann auch für den, der den DDoS-Angriff ausführt. Wenn es darum geht, dass tatsächlich Daten kopiert werden, was eine Splittergruppe von Anonymous oder eine Gruppe, die behauptet hat, zu sagen, eine Gruppe von Anonymous, das ist ja schwierig festzustellen, ja getan hat. Sie sind beim Wissensanbieter eingebrochen, haben Kundendaten kopiert und die dann genutzt, um Geld von Kreditkartenkonten abzuheben. Das ist dann für mich ganz klar Diebstahl und auch ein Punkt, das hat mit zivilem Ungehorsam, mit Selbstschutz, mit dem Kampf gegen ein unterdrückendes System nicht mehr zu tun. Das ist aber ein Verbrechen. Jetzt komme ich auf meine Eingangsfragen zurück, damit Sie sehen, wo ich hin will in dem ganzen Gespräch. Ändert eine Partei ihre Auffassung auch, wenn sie in den gestaltenden Bereich kommt und nicht nur in den Bereich, wo sie Opposition sein wird? Auf die letzten 60 Jahre deutsche Politikgeschichte betrachtet, ja. Plakatives Beispiel, ein bisschen populistisch, aber sehr deutlich, hat man das gesehen bei der Wahl 2005. CDU wollte einen Mehrwertsteuersatz von 18%, die SPD wollte bei 16% bleiben, die Einigung aus 16 und 18 ist 19%. Ja. Es gibt für eine Partei, die an der Regierung ist, Zwänge, denen sie sich stellen muss. Zum Beispiel muss sie tatsächlich alle Bereiche der Tagespolitik mit abdecken, auch wenn sie das nicht im Programm hat. Das ist ein Problem, das wir gerade in der Europapolitik sehen. Bei der letzten Wahl hat sich noch niemand um die Eurokrise geschert. Es gibt in keinem Wahlprogramm irgendetwas zum EFSF zu lesen oder zu einer europäischen Fiskalunion, klein mal dreimal ausgenommen. Das heißt, da muss man sich als Partei dann an die Tagespolitik anpassen, muss man tatsächlich das erledigen, was anfällt. Das ist ein Luxus, den man als Oppositionspartei hat, dass man Themen ignorieren kann, wenn man sie nicht bearbeiten muss. Provokante Frage, das heißt, in dem Moment, wo man an der Macht ist, kann man nicht mehr gestalten, da muss man verwalten. Das kommt zu über jetzt. Man muss verwalten, man muss schauen, wie weit man trotzdem Gestaltungsspielräume aufmachen kann. Man kann als Opposition eher träumen, also man kann als Opposition einen Vorschlag machen, von dem ich weiß, dass er jetzt aktuell nicht umsetzbar wäre, weil er sowieso nicht umgesetzt würde. Beispiel, Herr Nerz. Vor 5 Jahren wurde eingeführt, dass eine staatliche Stelle Bankdaten einsenden kann von Steuerbürgern. Im ersten Jahr wurde dieses Projekt 700 Mal in Anspruch genommen. Heute lese ich, dass es im letzten Jahr 7000 Mal in Anspruch genommen worden ist. Zu einer Zeit, in der wir eine Liberale noch mit 15% der Stimmen gewählte Regierung haben. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine Verarmung unserer Rechte. Ja, dem würde ich zustimmen. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz was zu den Gestaltungsspielräumen sagen. Ich glaube, das ist genau die Kunst einer Regierung, dass sie sich trotz dieser Verwaltungsarbeit diese Gestaltungsspielräume sichert. Und das ist etwas, wo unsere Politik derzeit der Mut fehlt.
Reformen werden immer nur auf 4 Jahre, auf die aktuelle Legislaturperiode ausgelegt. Es gibt auch gar keine Bemühungen, dann zwischen Regierung und Opposition einen Konsens zu finden, ein parteiübergreifendes Reformen durchzusetzen. Und das bedingt, dass wir keine größeren Reformen in Deutschland haben. Können wir im Moment über Überwachung sprechen? Ja. Wir haben in Spanien in den letzten 2, 3 Wochen 2 Gerichtsverfahren sehr interessanter Art. Das eine betrifft einen früheren Ministerpräsidenten von Valencia, das andere betrifft den obersten Ankläger, Garçon. Und im Rahmen dieser Gerichtsverfahren werden also Tonbandmitschnitte veröffentlicht. Das war Tonbandmitschnitte, dass eine Bürgermeisterin ein Armband geschenkt bekommen hat und solche Geschichten. Wie weit darf Überwachung gehen? Ich würde unterscheiden zwischen einer generellen Überwachung, einer anlasslosen Überwachung. Ich habe noch einen. Just gestern Abend kommt die Meldung, dass der frühere Pressesprecher von Wulff eine Durchsuchung über sich hat ergehen lassen müssen, Herr Gläsecker, weil wegen Verdacht der Bestechlichkeit. So, Sie fragen, wie weit ist der Bürger geschützt? Wie weit würden Sie ihn schützen? Wie weit sagen Sie, die Interessen des Staates müssen auch geschützt werden? Ich glaube, dass eine anlasslose Überwachung, also eine Überwachung, die ohne konkreten Verdacht jeden Menschen betrifft, ein Mittel ist, das so gut wie nie zu rechtfertigen ist. Dann müsste es tatsächlich eine existenzielle Bedrohung nicht für den Staat, sondern für die Menschen im Staat, die der Staat ja eigentlich schützen muss, geben, um das irgendwo begründen zu können. Wenn es eine konkrete Überwachung ist, also das haben wir in der organisierten Kriminalität beispielsweise, das Telefon überwacht werden, das haben wir bei Bestechungen, das Telefon überwacht werden, aber dann eben, wenn man weiß oder konkrete Beweise hat, konkrete Verdachtsmomente hat, gegen eine Person mit richterlicher Kontrolle, dann muss es aber auch die Möglichkeit geben, das im Nachhinein wieder aufzuarbeiten, zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, das heißt, der Überwachte muss die Möglichkeit haben, sich zu wehren und man muss aus Fehlüberwachungen lernen. Das ist etwas, das ein bisschen verlernt wurde. Es gibt immer mehr Überwachungen. Man hat es jetzt bei den Skandalen gesehen um Rasterfahndungen in Brandenburg mit einer immer stärker steigenden Zahl an Kfz-Überwachungen, die jetzt mittlerweile dazu führen, dass man in Brandenburg tatsächlich eigentlich, völlig egal auf welcher Straße man sich, also wenn man in Brandenburg im Auto unterwegs ist, wird das Kfz-Kennzeichen gescannt, wird erfasst, man irgendwo garantiert eine Rasterfahndung läuft, etwa 10 Stück pro Tag laufen. Da geht dann auch die konkrete Überwachung so weit, dass sie eigentlich anlasslos wird, dass sie nicht mehr wirklich überlegt wird. Und das muss dann wieder hinterfragen. Ich will ganz provokant weiterfragen, weil ich versuche so ein bisschen für mich zu erkennen, wo will Ihre Partei eigentlich hin. Weil Sie wollen bestimmte Sachen, die sehr löblich sind. Auf der anderen Seite wollen Sie bestimmte Sachen nicht, wo ich sage, das schließt sich aus. Ich komme daraus. Und zwar, in Ihrem Wahlprogramm gibt es den Informantenschutz. Das heißt Informantenschutz. Ich zitiere, die Piratenpartei fordert für Deutschland einen Informantenschutz, in Klammern Whistleblower-Schutz, der den international anerkannten Standards, wie zum Beispiel UN-Toolkit gegen Korruption und dem britischen PIDA-Gesetz für den genügt. So, ich gehe mal davon aus, dass sie mit dieser Formulierung mehr oder weniger auch den WikiLeaks-Fall abdecken wird. Der würde den mit abdecken, ja. So, aber wo gehen Sie denn hin? Das heißt auf gut Deutsch gesagt, Sie sagen, jemand, der Regierungsgeheimnisse verrät, der muss geschützt sein. Und einer, der Geheimnisse eines Unternehmens verrät, der muss bestraft werden. Messen Sie da nicht mit doppelter Latte? Nein, der Whistleblower bezieht sich ja nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen Unternehmen. Das ist die Frage, was für Unternehmen. Also es gab zum Beispiel Fälle, in denen Unternehmen Giftmüll verklappt haben. Und die Unterlagen wurden von einem Mitarbeiter veröffentlicht. Das sind Punkte, in denen ich durchaus Whistleblower-Schutz für den Informanten in Anspruch nehmen und alles korrekt sehen würde. Wenn es darum geht, dass die konkrete Ausgestaltung eines Vertrages mit einem Konkurrenzunternehmen oder mit einem Kunden veröffentlicht werden, dann sehe ich nicht, wo der Mehrwert für die Bevölkerung ist. Also wo tatsächlich ein immenser Schaden entstanden ist, der durch die Aktion veröffentlicht werden kann. In Allgemeingut geht vor Individualgut? Ja. Okay. Dann ist aber die Frage, der Whistleblower, hat der Allgemeingut geschützt, indem er 6.000 Depeschen der diplomatischen Dienste veröffentlicht hat? Bei den Depeschen wird die Abwägung tatsächlich schwierig. Nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir Collateral Murder. Also die Veröffentlichung eines Videos, das zeigte, wie die Besatzung eines US-Kampfhubschraubers Zivilisten gezielt tötete in eigentlich nicht keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Da wurde ein Video veröffentlicht, das im Endeffekt Mord zeigte.
das ist dann ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist ganz klar Whistleblowing, das muss geschützt werden. Bei den Depeschen haben wir ja auch die Veröffentlichung von einzelnen Bereichen, die tatsächlich die Allgemeinheit betreffen. Also es gibt Depeschen aus diesem Bereich, die größere politische Probleme oder mit aufgezeigt haben. Weniger etwas, das die US-Amerikaner betroffen hat, die sind da sehr glimpflich herbeigekommen, aber es gab doch ein paar Veröffentlichungen, die für deutsche Politiker sehr peinlich waren. Und für die würde ich Whistleblower-Schutz in Anspruch nehmen. Was ich nicht gut fand, was nie hätte passieren dürfen, war die ungeschwärzte Veröffentlichung. Also dass dann tatsächlich zum Beispiel Informanten der US-amerikanischen Botschaft mit ihrem Namen veröffentlicht wurden oder so weit veröffentlicht wurden, dass man sie nachvollziehen kann, weil das dann wieder diese Menschen in Lebensgefahr bringt. Muss es denn nach der Philosophie Ihrer Partei überhaupt Geheimnisse geben? Gäbe es unterschiedliche Ansichten, je nachdem, wen Sie in der Partei fragen. Meiner Ansicht nach ja, zum Beispiel dann, wenn es in die Privatsphäre geht, wenn es in die Intimsphäre geht. Es geht absolut niemandem etwas an, was ich in meiner Wohnung mache, solange alle Beteiligten anderen einverstanden sind. Und ich glaube, dass ich da auch das Recht habe, das als Geheimnis zu schützen. Das ist völlig unabhängig davon, ob es um Heimerabend geht oder was auch immer. Ich sehe auch den Sinn von Geschäftsgeheimnissen. Also, dass ein Unternehmen tatsächlich nicht alle Kalkulationen, die es hat, veröffentlichen möchte, nicht die Forschung, an der es gerade arbeitet, veröffentlichen möchte oder ähnliches. Schwierig wird es dann, wenn diese Geheimnisse die Allgemeinheit gefährden. Ist es nicht aber auch oft so, dass kleine Parteien, ich rechne die Grünen jetzt schon nicht mehr zu den kleinen Parteien, ich komme aber gleich nochmal zu dem Vergleich privaten Parteien und Grünen, ist es nicht so, dass wir letztendlich manchmal nach dem Shakespeare-Prinzip viel Lärm um nichts machen, weil heute spricht die ganze Welt nicht mehr vom maschinenlesbaren Personalausweis, der vor 10 Jahren zu Massendemonstrationen noch geführt hat. Zum Beispiel, ist eines von vielen Beispielen. Ich glaube nicht, dass wir da viel Lärm um nichts machen, ich glaube, dass die Menschen erstaunlich schnell vergessen. Wir hatten auch in den 80er Jahren Riesenproteste um den Zensus. Wir haben jetzt gerade einen Zensus in Deutschland, der jetzt auch mit Strafzahlungen durchgesetzt wird. Und da interessiert sich niemand mehr für. Das ist das ganz große Problem, was Bürgerrechtler haben. Immer wenn ein Bürgerrecht konkret bedroht wird, gibt es eine Aufregung darum, gibt es eine Diskussion. Diese Diskussion läuft ein paar Jahre, so lange kann der Prozess aufgehalten werden. Aber irgendwann ermüden die Menschen. Das Thema Vorratsdatenspeicherung ist jetzt so lange aufgebaut. Es ist zwar immer noch aktuell und die Argumente sind immer noch da und eigentlich müssen sich die Menschen genauso damit beschäftigen. Aber es gibt so viele andere Themen, dass das Thema ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Das haben wir bei Maschinenmäßig und Personalausweis genauso. Sehen Sie Ihre Partei, eben habe ich Sie nach Visionen gefragt, sehen Sie Ihre Partei oder wollen Sie Ihre Partei in einer ähnlichen Entwicklung sehen wie die Partei Bündnis 90 Die Grünen, die anfangs ganz schwer waren und plötzlich hatten sie Regierungsbeteiligung? Weil sie haben keine Turnschuhe an. Ich habe keine Turnschuhe an, ich trage einen Anzug, ich trage Krawatte, ich bin also kein Jaschka-Fischer. Ich habe auch nicht Steine geworfen. Aber nein, ich glaube, dass da eine Entwicklung wie die Grünen von uns nicht begrüßenswert wäre. Die Grünen haben einen Staat gehabt mit sehr vielen Idealen, sie wollten Basisdemokratie, sie wollten Transparenz, sie wollten das alles tatsächlich umsetzen. Und ich glaube ihnen auch, dass sie diese Ideale am Anfang hatten. Und sie haben dann gesehen, das Prinzip, wie wir das umsetzen wollten, das funktioniert nicht. Und dann haben sie das ganze Ideal fallen lassen. Sie haben keinen neuen Weg versucht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch irgendwann feststellen werden, okay, das Ideal von, egal ob es jetzt Basisdemokratie oder Transparenz ist, oder irgendein Ideal, das wir haben, können wir auf die Art, wie wir uns das gerade vorstellen, nicht umsetzen. Und ich hoffe, dass wir dann einfach neue Möglichkeiten ausprobieren, wie wir das umsetzen können und nicht dieses Ideal ausgeben. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die Grünen sind für Sie jetzt eine richtig etablierte konservative Partei. Ja, und ich komme aus Baden-Württemberg, da ist es schwierig, zwischen den Grünen und der CDU zu unterscheiden, wer da jetzt konservativer ist. Also, wir haben Ministerpräsident Kretschmann, der doch sehr ruhig auftritt. Ich habe gestern Abend noch zufällig gelesen, gebe ich Ihnen noch eine Information mit, die vielleicht für Sie als Steuerzahler interessant sein durfte, dass jetzt sogar Herr Kretschmann dafür ist, das deutsch-schweizer Doppelbesteuerungsabkommen zu unterzeichnen, wo sich bisher alle SPD- und Grünen-Regierungen gewehrt haben. Also insofern sind jetzt auch die Grünen sind lernfähig. Also deshalb geben wir die Hoffnung nicht auf. Nein, die Frage ist einfach, wie konservativ sehen Sie sich? Sehen Sie sich als eine... Konservativ ist ja nichts Schlechtes. Ich denke einfach, das muss man ganz klar sagen, wenn man bei der konservativen Ansicht
die Notwendigkeit einer konstanten Evolution nicht vergisst, ist konservatives was ganz, meiner Meinung nach was ganz Positives. Die Frage ist aber, setzt sich als eine Partei, die so Revolutionen auslösen muss, oder mehr so im evolutionären Bereich? Ich glaube, dass ein politisches System sich nur weiterentwickeln kann. Eine Revolution im politischen System müsste tatsächlich eine Revolution sein. Und eine Revolution hat einige Nachteile. Der erste ist jetzt die Steuer. Das heißt, man weiß im Vorfeld nicht, was nachher rauskommt. Das ist für eine politische Partei sehr unangenehm. Das zweite ist, eine Revolution bringt häufig sehr große Nachteile für die Bevölkerung mit sich. Und das ist etwas, das ja eigentlich niemand möchte. Von daher glaube ich, dass man durchaus Schritt für Schritt sich fortentwickeln kann, sich auch im politischen System fortentwickeln kann, dass man beispielsweise Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene einführen kann, dass man sich auf Landesebene stärken kann, dass man auf Bundesebene dann vorsichtige Schritte macht, Transparenz öffnet, die Enquete-Kommission öffnet und so weiter und nicht in einem Schritt, wie auch immer, das Parteiensystem abschafft. Was man da, über diese kleinen Schritte aber nicht vergessen darf, ist die Vision, die irgendwo im Hintergrund stehen muss. Also das, wo möchte ich in 30 Jahren sein, wo möchte ich in 50 Jahren sein? Welches Ziel habe ich für die Gesellschaft? Wo möchten Sie in 30 Jahren sein? Ich persönlich mache mir für die Zeit in 30 Jahren noch keine allzu großen Gedanken. Ich hoffe, dass Deutschland sich dass wir einerseits ein bisschen über den Nationalismus hinwegkommen, dass wir also tatsächlich ein stärkeres Europa schaffen, wobei Europa nicht unbedingt die Europäische Union sein muss, weil ich ganz große Probleme damit habe, wie undemokratisch die Europäische Union aufgebaut ist, dass wir gleichzeitig eine offenere Politik haben, eine transparentere Politik und eine Politik, in der die Bürger wirklich mitbestimmen können. Das beinhaltet einerseits Volksabstimmung, das beinhaltet andererseits aber auch eine Begleitung von Gesetzesvorhaben. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr, Herr Merz. Provokant. Deutschland leistet über den Rettungsschirm gehebelt 473 Milliarden Euro Beitrag zu Europa. Und da sagen Sie, wir sind nationalistisch. Wir sind nicht nationalistisch. Ich glaube, Deutschland ist da eines der Länder, dem man das am wenigsten vorwerfen kann aktuell. Aber wenn man sich die Verhandlungen um Europa anschaut, wird da immer sehr auf nationale Vorteile betrachtet. Die EU wird eigentlich nur als die bösen Regulierer wahrgenommen in der Bevölkerung. Tatsächlich die EU, die irgendwann mal den Nationalstaat ablösen könnte, eine föderale Union oder eine tatsächliche nationale Union oder wie auch immer das aussehen könnte, wird sehr kritisch gesehen. Auch deshalb, weil es auf europäischer Ebene eben kein gemeinsames Bewusstsein gibt, weil es keine tatsächlichen demokratischen Institutionen auf europäischer Ebene gibt. Das Europäische Parlament ist ja im formellen Sinne kein Parlament, was kein Haushaltsrecht hat, beispielsweise. Und das sind Entwicklungen, die viel Zeit brauchen würden. Also ich halte nichts davon, jetzt auf morgen betrachtet eine politische Union. Sie wissen, dass 40% aller Gesetze, die in Europa gemacht werden, abschließend vom Europäischen Parlament beschlossen werden, nicht von den Nationalen. 40% aller Gesetze in Europa. Ja, weiß ich. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass das Europäische Parlament zum einen so wahnsinnig viel Einfluss hätte. Das hat man gesehen an dem großen Aufschrei, den es gab bei der Verhandlung mit Amerika um ein Vertrag zum Flughafenaustausch. Da gab es eine unglaubliche Empörung, weil das Europäische Parlament es gewagt hat, das erste Mal in seiner Geschichte gegen die Kommission zu entscheiden. Das sieht man auch daran, dass Bundesfinanzminister Dr. Schäuble jetzt vorgeschlagen hat, für die Änderung der europäischen Verträge eben kein Konvent einzuberufen, also nicht die Parlamente zu beteiligen, weder Bundestag noch Europäisches Parlament, sondern Verhandlungen auf Regierungsebene zu führen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Datenschutz. Es ging ja damals um das Informationsabkommen zwischen den europäischen Staaten und Amerika zum Thema Flugdatenaustausch. Ich teile Ihre Auffassung persönlich hundertprozentig. Umgekehrt hat nicht jeder Staat das Recht, sich in einer geeigneten Form zu schützen, siehe Amerika. Und ist es dann nicht das Recht von den Amerikanern zu sagen, und wenn ihr dem nicht Folge leistet, dann lasse ich euch nicht einreisen? Müssten wir nicht vielleicht sogar in Deutschland da wieder hinkommen, dass wir sagen, wir müssen uns mehr schützen? Wenn die USA sagen würden, dass sie keine Europäer mehr einreisen lassen würden, dann würden sie sehr schnell feststellen, dass es wirtschaftlich keine gute Idee ist. Ja, das sagen sie nicht. Sie sagen, ich lasse den nicht einreisen, der seine Daten nicht gibt. Ich lasse bei mir zu Hause auch keinen rein, den ich nicht kenne. Nein, die USA haben nicht gesagt, wir lassen keinen rein, der sich die Daten gibt, sondern sie haben gesagt, wir als Staat müssen uns die Daten geben. Und die Betroffenen haben gar nicht mehr die Wahl. Ja, der Staat musste die Voraussetzung schaffen, dass die Fluggesellschaften die Daten weitergeben konnten. So war ja die juristische Seite. Ja, das betraf sie eben alle. Also die USA ist ja nur die Möglichkeit. Nochmal, damit man sich falsch verstehen. Ich teile Ihre Auffassung, dass Europa da sich wieder mal prostituiert hat im Verhältnis zu Amerika. Hundertprozentig richtig. Nur
aus der Sicht der Amerikaner kann ich das mal verstehen. Und dann ist die Frage, Sie sind vielleicht erinnern sich nicht mehr daran, Sie waren noch relativ jung. Amerika hat irgendwann mal einen Einreiseschutz eingeführt für brasilianische Staatsbürger. Da hat der brasilianische Staatspräsident Lula damals gesagt, dann machen wir das Gleiche für die Amerikaner. Und prompt war das Thema vom Tisch. Ich rechne auch den USA nicht das Recht ab, ihre Grenze so zu behandeln, wie sie das möchten. Die Konsequenzen müssen sie dann selbst tragen und müssen auch gegen verhandeln. Aber ich bin der Ansicht, dass die Europäische Union sich dann auch gegen die USA eben behaupten muss, dass sie, auch wenn die USA dieses Gesetz möchte, diese Daten möchte, sie ihnen doch gar nicht geben muss. Aber da sind wir doch genau in dem Thema innere Sicherheit, Spannungsverhältnis. Ja. Wir haben die Situation, dass man sie schützen muss, auf der anderen Seite sagen sie, aber mit uns nicht. Ist das nicht so nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass? Nein. Ich hätte als Staat diese Daten nie gefordert, auch weil sie sinnlos sind. Also die USA haben tatsächlich relativ wenig davon, obwohl es ein relativ großer Eingriff in die Freiheit ist. Die USA haben da meiner Ansicht nach eine falsche Entscheidung getroffen, dass sie diese Daten fordern, die wir so nie getroffen hätten. Und wir können dann als Bundesrepublik, als Europäisches Parlament, als Europäische Union nur sagen, okay, wir lehnen das ab, ihr kriegt diese Daten nicht. Wir müssen damit Konsequenzen unserer Abwägung leben, weil wir haben andererseits auch nicht die Möglichkeit, den USA vorzuschreiben, wie sie zu agieren haben. Wenn die USA ihre Grenzen dicht machen wollen, hat die EU bemerkenswert wenig Möglichkeiten, das militärisch zu erzwingen, dass sie uns wieder ändern. Also von daher, wenn die USA das fordern und dann diese Konsequenzen wirklich ziehen wollen, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Versuchen, so einen kleinen Bogen zu spannen. Auf gut Deutsch gesagt, innere Sicherheit ist ein Spagat, den man machen muss. Ist es immer. Es gibt keine. Es ist ein Bereich, in dem es relativ wenig absolute Antworten gibt. Ich kann nicht sagen, ich lehne Überwachung ab. Ich kann nicht sagen, Überwachung ist etwas Tolles. Es hängt immer von dem Maß ab, das ich treffe. Ich bin zum Beispiel auch kein prinzipieller Gegner von Überwachungskameras im Außenbereich. Es hängt nur davon ab, wo man sie aufhängt. Es gibt zum Beispiel Statistiken, die zeigen, dass Überwachungskameras in Parkhäusern tatsächlich nennenswert die Kriminalitätsraten verhindern. Da geht es einerseits um Vergewaltigung, andererseits um Sachbeschädigung an Automobilen. Andererseits werden Überwachungskameras bei uns primär auf Marktplätzen aufgehängt, wo sie schön symbolisch wirken, aber absolut keine Wirkung entfalten. Von daher muss man einfach immer im Einzelfall abwägen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Macht diese Maßnahme Sinn, macht diese Maßnahme keinen Sinn. Ist der Eingriff, den ich in die Freiheit habe, tatsächlich so viel weniger wert als der Gewinn an Sicherheit. Ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt, der uns dann zum Beispiel von der CDU unterscheidet. Die CDU wiegt Sicherheit sehr, sehr hoch. Also wenn ich da einen kleinen Gewinn an Sicherheit habe oder einen Gewinn an gefühlter Sicherheit habe, es geht ja häufig nicht um tatsächliche Sicherheit, dann wird das akzeptiert, dass ich dafür Freiheitseingriff in Anspruch nehme. Ich auf der anderen Seite würde sagen, der Verlust an Freiheit, den ich habe, den gewichte ich sehr, sehr hoch. Und der Gewinn an Sicherheit muss wirklich schwerwiegend sein, dass ich diese Maßnahme akzeptiere. Ich würde gerne ein konkretes Beispiel, was mir passiert ist, in die Fragestellung einbringen. In meiner Siedlung, der ich hier wohne, es war die erste Siedlung, in der in Katalonien Kameras angebracht worden sind. Und ich wurde auch im Rahmen des Interviews gefragt, sehen Sie diese Kameras nicht als einen Eingriff in Ihre persönliche Freiheit an? Wenn einer in mein Haus einbricht, ist dieser Eingriff noch größer als der Eingriff, den Spitzenkamera hat. Da ist die Frage, ob die Kameras diesen Hauseinbruch verhindern. Wir haben in London, das ist die Stadt mit der höchsten Kameraabdeckung überhaupt, nachweisbar überhaupt keinen Effekt durch die Kameras. Also wir haben auf etwa 1000 Kameras eine aufgedeckte Straftat, wobei Straftaten dann zu, ich glaube, 90% der Fälle Handtaschendiebstahl sind. Also es gibt keinen beweisbaren Effekt auf Wohnungseinbrüche. Die Frage war, das, was Sie gerade gesagt haben, eine aufklärbare Straftat oder verhinderte Straftat? Die Verhinderten sind schwer zu messen. Weil Sie sagen, im Parkhaus führt es dazu. Sie finden ja dann, Sie können ja nicht sagen, ich habe jetzt 100 Straftaten dieses Jahr, für diesen Monat verhindert, weil die Kameras da hängen. Das ist sehr schwer. Wir können das statistisch auswerten, wie viele haben wir. Vorher und nachher, ja. Ich denke, da gibt es eine sehr positive Entwicklung, glaube ich, zu dem Thema der Ich kenne die Siedlung nicht, über die Sie wohnen, das ist absolut. Nein, ich spreche von London. Meine Siedlung ist deutlich kleiner. In London gibt es tatsächlich keine nachweisbare Steigerung der senkrechten Kriminalitätsraten. Würde die Fragerunde gerne ans Publikum weitergeben lassen. Wenn Sie Fragen direkt an Herrn Nerz, bitte schön. Bitte. Wie das so ist, für Freiland interessiert natürlich Kommt das Mikro. Thema zum Kommt.
Nikolaus Lotis von der Rheinland. Mich interessiert natürlich das Thema zum Thema Gesetzestücht, aber eine andere Frage. Was kann man von Ihnen erwarten im Umgang mit eigenen Whistleblowern und auch mit dem Umgang, sag ich mal, Fehlentscheidungen, weil die werden ja kommen irgendwann. Zum Beispiel das Thema London hatten Sie genannt, die Unruhen. Ich glaube, es gab aus Ihrer Partei oder von Attac auch Aussagen, die Aktion gegen die BlackBerry-Server, als sie abgeschaltet wurden, damit sich die Unruhen, Brandstifter nicht so schnell koordinieren können, das wäre ein Eingriff, der müsste auch bestraft werden, man würde sagen. Auf der anderen Seite war ja Gefahrenverzug, es war Leben auch unter Gefahr. Wie stehen Sie sich dazu? Vor allem auch die erste Frage, wie würden Sie selber mit dem Whistleblower umgehen, weil Sie sind ja im öffentlichen Interesse, und wie Sie selber mit den Leuten umgehen, wäre natürlich dann auch sehr interessant. Wie sieht das dann aus im Umgang im gesamten öffentlichen Leben oder eben auch mit Leuten wie bei WikiLeaks? Das ist eine interessante Frage, weil wir da Beispiele haben. Es gab bei uns durchaus schon Veröffentlichungen von Interna, von Daten, die nicht bestimmt waren. Ganz zu Anfang meiner Amtszeit auf Bundesebene hatten wir überlegt, wir machen einen Strategie-Workshop. Wir reden mal mit ein paar Leuten darüber, wie politische Strategie überhaupt aussehen kann. Und wir hatten da den Fehler gemacht, dass wir im Vorfeld dieser Veranstaltung nicht darüber geredet hatten. Wir wollten darüber informieren, dass sie stattfindet, aber die allerersten Gespräche darüber wollten wir im kleinen Kreis führen. Weil natürlich ist es so, die allererste E-Mail, die wir an jemanden geschickt haben, um ihn zu fragen, ob er da teilnehmen möchte, die wurde geleakt. Wie geht man mit sowas um? Ganz privat ärgert man sich darüber, weil das sehr viel Arbeit bedeutet. Und wenn die Personen nur 5 Tage länger gewartet hätten, hätten wir das von uns aus veröffentlicht und hätten eine riesengroße, völlig sinnlose Diskussion vermeiden können. Wir haben auf der anderen Seite aber nicht versucht festzustellen, wer das war. Wir haben auch nicht versucht, irgendwelche Repressalien zu ergreifen. Weil Whistleblower-Schutz ist wichtig für eine Gesellschaft. Es gab mehrere Beispiele, die das gezeigt haben. Und wenn wir das fordern, dann müssen wir das auch innerparteilich ausnehmen. Wie gehen wir mit Fehlern um? Das ist die zweite Frage. Die Piratenpartei kommuniziert sehr öffentlich. Wir kommunizieren sehr viel über Twitter, über eine öffentliche Mailingliste. Und von daher kann man sich darauf verlassen, dass jeder Fehler, den wir machen, sehr viel detaillierter von uns analysiert wird als von den Gegnern. Das ist politisch natürlich nicht das Klügste, was man machen kann, weil jeder Fehler dann auch bekannt wird. Aber es bedeutet auch, dass wir wirklich transparent zu den Fehlern stehen und dass wir sie aufarbeiten müssen. Das hat Frau Weißband sehr schön formuliert. Sie gesagt, sie probiert einfach Dinge aus. Sie ist Politikerin, sie probiert Dinge aus. Sie muss dann mit dem Feedback leben, mit den Fehlern leben und schauen, dass sie sich das nächste Mal verbessert. Learn by doing. Genau. Ist das nicht gefährlich in der Politik? Sie schaffen ja Fakten mit jeder politischen Entscheidung. Das hängt davon ab, was man tut. Ob das jetzt um ein Gesetz geht, bei dem man ausprobiert wird, oder ob das darum geht, wie ich als Partei zum Beispiel Themen diskutiere. Die einzige Gefahr, die ich dann habe, ist, dass ich mich als Partei, dass ich Zeit verliere. So ein Gesetz der Todesstrafe mal auszuprobieren, ist schlecht rückgängig. Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, da muss man unterscheiden, ob ich ein Gesetz ausprobiere oder ob ich ausprobiere, wie ich in der Partei arbeiten kann. Okay, Karl. Ja, das Mikrofon. So war es noch so ein Mikrofon. Ich warte auf die PA. Ja. Danke. Also, ich habe mit Ihnen so meine Probleme. Ich fange mal vor dem Hintergrund von Marketing an. Sie wissen, dass Glaubwürdigkeit für Produkte, für Produktnamen, für Parteien und vor allen Dingen natürlich für Politiker eine lebenswichtige Geschichte ist. Glaubwürdigkeit. Fangen wir mal bei dem Namen an. Piratenpartei. Ich kann nun wirklich nicht feststellen, dass Sie der Prototyp eines Piraten sind. Dazu gehört mit Sicherheit der Anzug. Auf die Idee zu kommen, als Piratenpartei eine Krawattennadel zu machen, ist für mich ein Absurdum. Das heißt, was die Glaubwürdigkeit betrifft, habe ich enorme Probleme. Ich glaube aber an die Glaubwürdigkeit und weiß deren Wirkung und deren Potenz, die sie hat. Und deswegen würde ich Ihnen dringend empfehlen, diese der Basisdinge, die also mit Namen, mit Farben,
mit Typografie, mit allen diesen Sachen zusammenhängt, die gehören nämlich zur Glaubwürdigkeit, mal grundsätzlich reinzudenken. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, alles, was Sie bisher hier gesagt haben, kann ich immer nur zustimmend nicken. Das gefällt mir alles sehr gut, was Sie gesagt haben. Nur passt überhaupt nicht zum Namen, zu der Farbe und schon eher zu der Krawattennadel. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch gehört, dass Sie für einen Mindestlohn von 800 Euro sind. Und wenn das also tatsächlich so ist, dann hätten wir allerdings etwas zu diskutieren. Er hat, ich muss Ihnen dazu sagen, das sieht man jetzt von der Fabellehre ab, die er gerade spielen gemacht hat, hat er fast wörtlich die gleichen Ausführungen zu Herrn Gysi gemacht. Sie sehen, wie die Nasi da und Herr Gysi kommt da auch sehr glaubwürdig rüber. Zu dem habe ich noch gesagt, ich halte ihn für einen sehr gefährlichen Menschen. Ja. Was ich bei ihm nicht sage. Er kommt ja in 10 Jahren wieder, warte mal ab. Ja, das war ja mehr ein Statement als eine Frage. Also weitere Fragen. Bitte schön. Hallo. Mein Name ist Adolfo Varillas. Guten Tag. Ich hätte eine Frage. Sie haben an verschiedenen Passagen der Diskussion heute gesagt, das ist meine persönliche Meinung, war nicht die der Partei. Mich würde interessieren, wie Sie damit umgehen. Ich meine, eine neue Partei, ich kann mir denken, dass es viele Leute gibt, die einfach aus genereller Unzufriedenheit, dass sie auch davon profitiert haben in einer ersten Phase. Ich kann mir denken, dass in der Partei viele verschiedene Denkrichtungen, dass es die gibt. Wie gehen Sie damit um? Ich habe an zwei Punkten gesagt, dass meine persönliche Meinung ist, oder dass ich da von der Mehrheit etwas abhalte. Das war die Steuer-CD und das zweite weiß ich gar nicht mehr. Üblicherweise mache ich es so, dass ich die, wo es sie gibt, die Parteimeinung präsentiere, auch wenn es nicht meine Meinung ist, weil das mein Job als Bundesvorsitzender ist. Ich repräsentiere die Partei und nicht mich selbst. Das ist ein bisschen anders in Bereichen, in denen die Partei noch keine dezidierte Meinung hatte, in der wir noch keine Abstimmungen hatten, in der wir noch in der Meinungsfindung sind. Da bemühe ich mich, wenn ich überhaupt etwas dazu sage, mich daran zu orientieren, was ich als Mehrheitsmeinung sehe oder eben auch meine Meinung. Es gibt noch ein paar Bereiche, in denen ich tatsächlich meine Meinung über die der Partei stelle und die Steuer-CD war jetzt gerade eine davon, weil auch das ein Bereich ist, der innerhalb der Partei umstritten ist, unterschiedliche Meinungen gibt und es keine dezidierte Beschlusslage dazu gibt. Weil wenn wir hier einen Beschluss hätten, der ganz klar sagt, wir finden das toll oder wir lehnen das ab, dann wäre es meine Aufgabe, diesen Beschluss zu vertreten und nicht meine Meinung. Was die FDP ja getan hat, als Herr Westerwelle gesagt hat, wir reduzieren die Mehrwertsteuer bei Hotelleistungen, hat er das gesagt, den Rest ein bisschen abgefolgt. Okay, Hans. Bereits am Dienstag habe ich den Rest noch eines Interviews mit der von Ihnen erwähnten Frau Weißbank, die am Weißbank gesehen. Die war in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Erstmal für unsere Person selber, eine sehr attraktive, hübsche, sympathische Kollegin von Ihnen. Zum Zweiten zwei Aussagen. Eine, sie wurde gefragt, ob sie denn Vorbilder hätte, ein Vorbild. Und da sagte sie, ja, Jesus Christus sei für sie ein Vorbild. Das fand ich bemerkenswert als gläubiger Christ. Und zum Dritten, das wäre die Frage, sie wurde gefragt, ob es stimmt, dass Ihre Partei nicht oder noch nicht eine Konzeption habe. Also gesagt, nee, das stimmt, wir haben noch keine, wir sind dabei, sie zu suchen. Frage, wenn Sie nur jetzt auch ohne Geschäftsgrundlage Politik betreiben oder betreiben wollen, provozierend, wie mein Präsident gefragt, wurschteln Sie dann nicht so vor sich hin, wenn Sie kein Konzept haben? Und apropos Präsident, die Farbe, du sagtest eine orangene Farbe, ich habe in der vorvorigen Zeit stand ein Artikel, da hieß es, die Piraten hätten ja transparent sich aufs Panier geschrieben und transparent sei farblos.
also eine farblose Partei. Wenn das stimmt, wäre ich froh, als einfaches Mitglied ist man immer froh, wenn man seinen Präsidenten dann reinführen kann. Für Bayern machen wir es halt einfach. Also, zur Farblosigkeit. Ich glaube, dass eine Partei, die sich ein politisches Konzept gibt, also als eine Mischung aus der Art und Weise, wie man Politik versteht, wie man innerparteiliche Demokratie versteht, auch wie man sein Programm versteht, und die das in Stein gemeißelt, die kann sich nicht mehr weiterentwickeln, die kann sich an gesellschaftliche Entwicklungen nicht mehr anpassen. Und das ist das sehr Schöne, was eine junge Partei hat, ist, dass sie den Luxus hat, in vielen Fragen noch nicht entschieden zu sein, und da sich ein bisschen Zeit zu lassen, wirklich Antworten auszuarbeiten. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir uns auch nehmen, weil diese Zeit uns die Möglichkeit gibt, dann zum Beispiel neue Demokratieformen auszuprobieren, neue Formen der innerparteilichen Demokratie auszuprobieren, und dann auch festzustellen, okay, diese Form, die wir jetzt ausprobiert haben, die funktioniert nicht, wir nehmen eine neue. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben uns das schon entschieden, hätten wir diese Freiheit nicht mehr und könnten dann eben auch das Ziel, was wir eigentlich haben, nicht mehr verfolgen. Können wir scheinen? Nehmen wir zwei Fragen zusammen, dann machen wir es ein bisschen effizienter noch. Scheinen. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an die Frage von Herrn Kommel. Die fand ich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig, ganz im Ernst. Wie wollen Sie mich denn überzeugen, Ihnen meine Stimme zu geben, wenn ich noch gar nicht weiß, für was ich eigentlich wähle? Ja? Das ist ja nicht irgendwie so, dass ich einmal in 4 Jahren losgehe und dann sage, so, wer kriegt das denn heute? Die anderen haben schon alle meine Erwartungen enttäuscht und nur aufgrund von blinder Hoffnung, ohne zu wissen, auf was ich setze, gebe ich ihm alles. Das kann doch nur besser werden. Also ich musste doch erst 18 Jahre alt werden, damit ich mündig bin, um zu wählen. Und meine Möglichkeit, die gebe ich ab, in dem Moment, wo ich meine Stimme blind jemandem gebe, nur weil sie vielleicht ein Thema besetzen, für das sie als allererstes erstmal wahrgenommen wurden. Die Frage ist so, da würde ich gerne nochmal nachhaken bei der Frage von Herrn Kommel, die finde ich sehr, sehr wichtig. Okay. Ja. Nehmen wir da nochmal. Das ist so wichtig, glaube ich, dass man die mal individuell nochmal jetzt beantworten. Da sind mehrere Probleme angesprochen. Das erste ist die Entmündigung durch die Wahl. Das ist ein Punkt, bei dem ich völlig zustimmen würde. Das geht noch weiter. Auch wenn ich nicht an der Wahl teilnehme, werde ich mit dem Vorgang der Wahl entmündigt. Es wird in Deutschland nicht die Frage gestellt, ob eine Wahl überhaupt eine Legitimation schafft. Wenn man sich das anschaut, keine einzige Regierung, die wir derzeit in Deutschland haben, egal auf Landes-, Bundes- oder kommunaler Ebene, hat derzeit tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Weil überall die Wahlbeteiligung teilweise bei 50%, teilweise unter 50% liegen. Das ist ein ganz großes demokratisches Problem. Und dann müssten wir uns aber nicht überlegen, wie können wir als Partei dagegen vorgehen, sondern wir müssen uns überlegen, was können wir am demokratischen System verändern. Was können wir machen, dass die Menschen eben nicht ihre ganze Mündigkeit abgeben, sondern dass sie sich dann eben in diesen 4 Jahren wieder einbringen können. Das Zweite ist, natürlich haben wir als Partei Grundsätze, für die wir stehen, Grundsätze, die wir vertreten. Wir haben ja auch schon ein Programm, mittlerweile hat sogar mehr als 19 Seiten. In Baden-Württemberg hat es bei der Landtagswahl 60 Seiten. Das heißt, auch da nähern wir uns den großen Parteien an, in raschen Schritten. Das geht immer erstaunlich schnell, wie sich Seiten füllen. Wir haben aber auch Werte, für die wir stehen, und das sind, denke ich, Dinge, die man bei der Piratenpartei sehr, sehr schnell sieht, wenn man sie sich einen Moment anschaut. Und diese Werte sind, denke ich, wichtiger als das, was im Wahlprogramm steht. Weil wir alle wissen, dass eine Partei das, was sie im Wahlprogramm geschrieben hat, mit dem Vorgang der Wahl wegwirft und etwas völlig anderes vertritt. Das haben wir bei allen Parteien gesehen, und da sind wir auch nicht ganz davor gefeit, weil wenn man tatsächlich eine Regierungsbeteiligung möchte, dann muss man Kompromisse schließen und dann wird man sich auch von Teilen des Programms, das man gerne hätte, verabschieden müssen. Von daher würde ich einen Wähler nur empfehlen, schaut euch an, wie die Partei funktioniert, wie sie arbeitet, welches Politikverständnis sie propagiert. Schaut euch die grundsätzlichen Werte an, für die diese Partei steht, und ob man sich damit identifizieren kann. Und leider ist es so, dass sich tatsächlich etwa 60% der Menschen die letzten 2 Wochen vor der Wahl entscheiden, wen sie wählen, und eben nicht über die 4 Jahre anschauen, was die Parteien wirklich wollen. Ihre Partei hat ja nun, könnte man meinen, ein wunderbares Abkürzel, ein wunderbares Kürzel. Piratenpartei könnte man ja mit BB abkürzeln. Und warum ich darauf komme, ich komme auf die Frage von Schein von Duri zurück, aber eine ganz andere Richtung. Lieber Schein, die Frage finde ich perfekt, die du gestellt hast. Nur sie deprimiert mich, weil ich habe vielleicht auch, was nicht zutrifft, weil ich ja nun armer Deutscher bin hier, meine Stimme vielleicht der PP gegeben, mir ein Wahlprogramm, wo drin steht, wir erhöhen die Steuern nicht, und 14 Tage nach der Wahl
Ja, zu sagen, wir haben bessere Erkenntnisse, wir erhöhen die Steuer und so weiter. Da muss man nochmal irgendwann mal kommen. Das ist eine Frage, die ich mal in die Piratenpartei gebe. Gibt es denn irgendwann mal den Pakt in einer Demokratie zwischen Wähler und Partei, dass eine Partei sich an ein Programm halten muss, weil Angela Merkel sich hinstellt und sagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht? Nach dem berühmten Spruch, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja. Ich glaube, das ist ein Moment, in dem wir mehr Kontrolle, mehr Mündigkeit, ist ein tolles Wort, glaube ich, jetzt einfach mal, der Menschen brauchen. Also dass nicht nur die Wahl alle 4 Jahre stattfindet, weil in dem Moment kann ich tatsächlich keinen verbindlichen Pakt zwischen Bevölkerung und gewählter Regierung schließen, sondern dass ich auch zwischendrin eine Beteiligung brauche. Sie hatten am Anfang Stuttgart 21 angesprochen. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel, bei dem man gesehen hat, wie viel einfacher es sich auch die Regierungen machen können, wenn sie nur ein bisschen mehr mit den Menschen reden. Man hätte diese Volksabstimmung auch vor 15 Jahren machen können. Man hätte in den Prozess die Menschen einbeziehen können. Dann hätte man nie diese große Aufregung drum gehabt. Und das ist auch bei Steuerfragen. Kann man mit den Menschen einfach mehr reden? Kann man versuchen zu erklären, was tatsächlich die Sachlage ist, warum man sich geirrt hat? Man kann sich das besser erklären. Und dann schauen, ob man dafür wieder Mehrheiten bekommt. Meine Damen und Herren, ich würde gerne zum Schluss eine kleine Zusammenfassung machen. Lieber Sebastian Nerz, Sie haben mich beeindruckt durch Ihre ehrliche Art. Aber ich gebe zur Warnung, es gibt ein Buch von Ulrich Wickert, das heißt, der Ehrliche ist immer der Dumme. Ich denke, Ihre Partei sollte sich die erfrischende Neugierde beibehalten, die Sie jetzt dokumentiert in Ihrem gesamten Auftreten. Das schadet einem System nie. Und wie sehr Sie uns überzeugen, uns jetzt nicht nur als diese Gruppe des Kreises deutschsprachiger Führungskräfte, sondern auch in der Gesellschaft Beachtung empfinden, möchte ich durch einen Artikel der bestimmt nicht sehr revolutionsfreudigen Frankfurter Allgemeine von heute Vormittag wiedergeben. Die so von dir sehr verehrte Marina Weißband, Hans, war also bei Maybrit Illner gestern Abend. Wir auch übrigens. Ja. Von dir auch verändert. Jochen, bei dir ist einfach, du bist nicht so wählerisch. So. Marina Weißband hat also gestern Abend einen hervorragenden Eindruck gemacht. Ich möchte das ein bisschen auf Sie transponieren und meinen Dank damit übermitteln. Ich könnte den Namen Marina Weißband, die ich nicht kenne, ich sehe nur das Bild und der Hans hat recht, ist wirklich ganz ansprechend, aber letztlich geht es um Inhalte. Die echte Maria Weißband saß da und sagte nur etwas, wenn sie gefragt wurde. Das hatte es dann allerdings in sich. Als Erste brachte sie das Christian-Wulff-Dilemma auf den Punkt. Sie sei der Diskussion überdrüssig, aber man könnte sie eben nicht einfach beenden. Und natürlich muss der Mann zurücktreten. So einfach ist das. Kein Lavieren wie bei Cem Özdemir, kein Leugnen von Tatbeständen wie bei Michael Fuchs. Schlusssatz. Nichts gegen Dirk Nebel, Michael Sprengen und die anderen Konservativen, wie sie alle heißen. Aber wir haben sie in Talkshow, nun weiß Gott, schon oft genug gehört. Es muss sich jetzt mal etwas ändern. Oder zumindest sollte man Politikern wie Marina Weißband oder Sebastian Nerz öfter das Wort erteilen, solange sie so höflich sind, darauf zu verzichten, dazwischen zu reden. Und das haben sie hier heute vermittelt. Sie haben vermittelt, eine neue Linie zu vertreten in einer Art und Weise, mit der es Freude macht, sich auseinanderzusetzen. Sie waren für uns ein Gast, den wir gerne hier gehabt haben. Wir hoffen, Ihren Weg weiter beobachten zu können. Wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen. Vielen Dank, Herr Nitz. Und da ich die Veranstaltung kenne, Herr Nerz, darf ich Ihnen sagen, auch die Länge des Applauses hat das wiedergegeben, was ich gesagt habe.